Wie weit bist du mit der Präsentation? Also, ich bin mir sicher, dass wir Ansgar und Sebastian davon überzeugen können, dass LCL dringend eine Finanzspritze nötig hat. Ich bin gespannt. Entschuldigung, die Stoffe aus Dubai sind eingetroffen. Ah ja, danke. Siehst du, deine Skepsis war vollkommen unbegründet, auf den Lieferanten ist Verlass. Und es müssen nicht immer die Pariser Stoffe sein. Die Veränderung wird uns gut tun. Ah ja. Ja. Hm. Neue Wege gehen, nicht immer den gleichen abgetretenen Pfad. Die Kundinnen erwarten das von uns. Ja, ich hoffe nur, die Qualität entspricht meinem Standard. Wir haben doch beide den gleichen Standard. Immer nur das Beste. Gleich wirst du noch sagen, wir sind beide aus demselben Holz geschnitzt. Nein, nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber du musst zugeben, wir haben eine äußerst erfolgreiche Verbindung. Ich verstehe, dass du das so siehst. Gut, dann sind wir uns ja einig. Landstein? Ja. Nein. Ich halte diese Schmierenkomödie nicht mehr aus. Schatten Sie mir diese Frau vom Hals so schnell wie möglich. Sie sollten sehen, wie verlogen Tanja mich angrinst und mit Hilfe ihres kleinen Mannes ihre absurden Entscheidungen durchboxt. Sie hält sich für die eigentliche Chefin der Firma. Warum denn so missgünstig? Wir wissen doch beide, dass Tanjas Höhenflug nicht von langer Dauer sein wird. Worte, Worte. Es fehlen Taten. Was ist denn mit Ihnen? Sie wollten doch eigentlich gegen Sebastian was unternehmen. Wenn Sie mir sagen, wo ich ihn angreifen kann, dann werde ich das auch tun. Ich weiß auch schon, wie wir es machen. Wir benutzen Tanja, um Sebastian zu schaden. Klingt interessant, aber unkonkret. Stellen wir uns doch mal vor, in nächster Zeit ereignen sich bei LCL diverse kleine Katastrophen, als deren Verursacherin nur Tanja in Frage kommt. Sie ahnen, worauf ich hinaus will? Dann würde es Sebastian schwerfallen, ihr im Gremium den Rücken zu stärken. Tja, der klassische Zwei-Fronten-Krieg. Da könnte sogar unser kleiner Thronfolger stolpern. Na, redet ihr über mich? Sebastian, auch wenn es dir schwerfällt, aber du bist nicht der Nabel der Welt. Nein, ist das so? Tja, tut mir leid, die Pflicht ruft. An dieser Stelle muss ich mich empfehlen. Für was, Ansgar, für was? Einen schönen Tag noch. Luca, machen Sie bitte mal einen Espresso. Sehr gerne. Oh, Überraschung. Ich komme wegen Tanjas Präsentation. Wir wurden noch vorne unterbrochen. Was hätten Sie schon noch zu sagen? Sie unterschätzen mich. Also, das ist der Plan. Was wäre das? Ein Antrag? Das würde ich lassen. Der Inhalt lebt. Was? In diesem hübschen Kästchen befinden sich die Eier einer äußerst gefräßigen Mottenart. Sie sind ein Mann mit seltsamen Vorlieben. Und Sie werden dieses Kästchen heute Nacht im Stofflager platzieren. Und in zwei Wochen, wenn die Produktion der neuen Kollektion anläuft, sind die wundervollen Stoffe aus Dubai von Motten zerfressen. Tja, es ist wahrscheinlich ein Fehler, wenn man nicht mit einem Stofflieferanten zusammenarbeitet, den man schon seit Jahrzehnten kennt. Ach, ich weiß nicht. Sie wollten einen Plan. Das ist ein irre guter Plan. Zu irre für meinen Geschmack. Geht das überhaupt? Wenn die Kollektion scheitert, schadet das meiner Firma. Ich würde mich selbst ruinieren. Hören Sie, wenn Sie Tanja loswerden wollen, müssen Sie ein gewisses Risiko eingehen. Muss ich das? Vertrauen Sie mir. Sobald Tanja von Bord ist, werde ich mit einer kräftigen Finanzspritze dafür sorgen, dass der Ruf von LCL wiederhergestellt ist. Also, schmollen Sie nicht, handeln Sie. Deswegen ist es unumgänglich, die Marketingbudgets drastisch zu erhöhen, um quasi antizyklisch, wie ihr in Tabelle 3 sehen könnt, die Abwärtsspirale zu durchbrechen, die nicht nur uns, sondern die ganze Modebranche befallen hat. Damit wäre wohl klar, was zu tun ist. Ach, es ist das. Ja, natürlich ist es das. Diese Investitionen sind unumgänglich. Wenn in den Schwellenländern, wo die Märkte zurzeit explodieren, kein Mensch eine Ahnung davon hat, dass es LCL überhaupt gibt, kann das Unternehmen vom dort explodierenden Luxusgüterkonsum natürlich auch nicht profitieren. Hm, das hast du aber schön auswendig gelernt. Ich war. Trotzdem, seit wann werden derartige Investitionen nicht mehr vor dem Gremium verhandelt? Das werden sie. Und alle werden dafür stimmen. Und selbst wenn,
Ich mag deine vorauseilenden Entscheidungen nicht. Das Ganze riecht mir zu sehr nach Mauschelei. Na, jetzt überraschst du mich aber. Habe ich dich nicht vorher in trauter Zweisamkeit mit Clarissa gesehen? Sowas kann schnell den Eindruck erwecken, dass sie dich ohnehin über alles in Kenntnis gesetzt hat. Ach, Clarissa. Ich tue nur das, was ihr beide grundsätzlich versäumt. Ich halte ihr von Zeit zu Zeit das Händchen und gebe ihr das Gefühl, dass ihr jemand zuhört. Wie selbstlos von dir. So bin ich, Tanja. Und wie lange soll das noch gut gehen? Irgendwann wird sie merken, dass du sie loswerden willst. Das glaube ich kaum. Im Gegensatz zu dir kann ich nämlich mit Frauen umgehen. Oh, wie ich sehe, habt ihr bereits ohne mich angefangen. Clarissa, Tanja und Sebastian hier haben mich gerade mit stichhaltigen Argumenten davon überzeugt, dass wir dringend wieder in LCL investieren müssen. Ah ja. Die Redakteurin von Jet Set Today hat gerade angerufen. Ich rufe zurück. Sie sagt, sie steigt gleich für 13 Stunden in den Flieger nach L.A. Gut, ich komme. Eine gute Entscheidung. Gut, dass wir sie getroffen haben. Ja. Wollen doch mal sehen, ob diese wichtigen Investitionen auf fruchtbaren Boden stoßen. Ja, das werden sie. Guten Morgen, Graf Lahnstein. Morgen, Justus. Das hier wurde soeben für Sie abgegeben, allerdings ohne Absender. Ist ja merkwürdig. Das würde keine Bombe sein, oder? Ja. Nee. Ich habe dran gehorcht. Es tickt nichts. Justus, ich verrate Ihnen jetzt vielleicht was Neues, aber Briefbomben ticken in der Regel nicht. Na. Ja. Natürlich nicht. Danke, ich brauche sie nicht mehr. Ja. Haben Sie den Verstand verloren? Moi? Wieso schicken Sie mir diese dämlichen Motten? Es wäre dumm von mir, mich auf Ihren schwachsinnigen Plan einzulassen. Wie bitte? Sie wollen, dass ich meine Firma ruiniere mit diesem Ungeziefer. Ja, aber doch nur, damit Tanja mit Ihren Käufen in einem schlechten Licht dasteht. Glauben Sie etwa, ich bin blind? Kann es nicht sein, dass Sie am Ende doch noch die Seiten wechseln? Sind Sie irre? Seit Wochen reden Sie davon, dass Sie jede einzelne Sparte ruinieren wollen. Nur in meiner Firma passiert überhaupt nichts. Natürlich geht nicht alles zur gleichen Zeit. Wer sagt mir, dass Sie nicht ein doppeltes Spiel spielen? Sie wollen mir doch gar kein gut laufendes Unternehmen übergeben, sondern eins, das am Abgrund steht. Sie sehen Gespenster. Ich sehe gar nichts. Sie wollen mich hintergehen. Sagen Sie mal einen Grund, warum ich Ihnen noch vertrauen soll.